Es ist nicht immer einfach, das Geschehene genau einzuordnen. Im Weg stehen wilde Spekulationen und Lügen, die von den wirklich spannenden Fragen ablenken sollen. Das alles geschieht nur, damit wir, die Leidtragenden, nicht merken, was sich für eine Möglichkeit hier ergibt. Um also für die Zukunft, für das Kommende gewappnet zu sein, muss doch erst die Vergangenheit die Bühne betreten und ihr erschreckenderweise größtenteils unbekanntes Schauspiel verrichtet haben, bevor dann, im zweiten Akt, die Gegenwart mit all ihren schweren Gewändern und ihren niederdrückenden Fragen uns die zu gehenden Wege aufzeigen kann. Deswegen hier die Vergangenheit. Ein großes Fest wird in Angwar veranstaltet und der gesamte Adel aus dem Mittelreich ist anwesend. Es ist der vierte Raja 1026 und zur Feierlichkeit geladen hat der ansonsten recht unbekannte Richard von Greifenburg. Nun gab und gibt es zu seiner Persönlichkeit und vor allem seiner Rolle in dieser Tragödie recht viele und wilde Spekulationen. Doch eine Frage wurde nicht gestellt. Richard von Greifenburg ist zwar, so seiner Aussage, adligen Blutes, doch trotzdem überregional nicht bekannt. Warum also lädt ein aus dem niederen Adel kommender Praiot nicht nur die Kaiserin von Gareth ein, sondern erhält zudem noch eine Zusage von eben jener? Nicht nur die Kaiserin macht ihre Aufwartung, sondern neben ihr der Wahre der Ordnung höchstpersönlich, Pagol Greifax von Gratenfels. Solch ein Besuch steht wohl in unserer Weltordnung einem König zu, doch aber nicht einem niederen Praioten. Natürlich bleibt diese Frage völlig unbeantwortet. Doch für die oberste Schicht zieht ein Schatten über den Himmel. Noch an diesem Tag, dem 4. Raja 1026, sterben 21 Gäste. Darunter Tildan Greifentreu von Nebelstein, Jisora Ulaman von Ellenwina, Edelbrecht von Eberstamm und der Wahre der Ordnung. Das Mittelreich verliert mit einem Schlag die Führung. Die Kaiserin überlebt, zieht sich aber aus dem politischen Geschehen zurück und ist kaum noch anzutreffen. Eine Neuordnung der Welt steht bevor, doch ein ums andere Mal lassen wir uns von der unbändigen Furcht leiten, der Furcht vor den Dämonen und deren Paktierern. Und so stürzen sich die Adligen in den Krieg, aber nicht gegen die finsteren Horden, sondern gegeneinander. Raja vergeht nicht einmal ganz und schon rufen sich die ersten Vollgefressenen zu Königen aus. Fürchte wohl Griefert von Eislingen ist nun König des neu geformten Königreichs Greifenfurt. Das Fürstentum Almada erklärt dem Kalifat den Krieg und verliert, da das zerbrechende Mittelreich sich nicht rührt. Das Horasreich, zuerst stabil, fällt langsam aber sicher in einen Abgrund, aus dem nach zwei Kriegen das heilige Königreich Jaquir von Praios Gnaden ersteht. Aber kurz halten all die Fürsten und Könige inne. Borberat wütet in ihrer Mitte und hat noch mehr als damals Anhänger um sich geschart, die sein verderbtes Werk vollenden wollen. Nur mit Hilfe von alten Artefakten und Heldenmut kann dieser Horror abgelenkt werden. Doch hinterlässt er seine Spur und schon fangen alte, eiternden Wunden aufzuplatzen. Glorana zieht aus ihrer eisigen Festung gen Süden, um ihr Reich zu erweitern. Das Bornland fällt und da merken auch die Reichsten. Ihr Treiben öffnet den finsteren Mächten die Tore. Die Fürstkomtumrei Tobimora breitet sich immer weiter ohne nennenswerten Widerstand aus und auch aus dem Süden sind kaum gute Neuigkeiten zu hören. Und da fängt das Gewisper hinter vorgehaltener Hand an. Sollten wir nicht lieber Bündnisse schmieden, Hafax gar als legitimen Herrscher anerkennen? Möglicherweise können wir sein Handeln beeinflussen und so die drohende Finsternis abwenden. Und vielleicht ist er gar nicht so ein Unhold, wie immer gesagt wird. Doch die Antwort liegt offen vor uns. Nur der Kampf gegen die Obrigkeit, die diese Zeit heraufbeschwor, kann uns noch retten. Denn Allianzen werden schon geschmiedet und erste Boten ausgesandt, um Nachrichten zu überbringen. Und schon bald könnte Hafax an den mittelländischen Höfen ein- und ausgehen. Doch das lassen wir nicht zu. Gemeinsam müssen wir die namenlose Umtriebe ersticken. Und hier steht sie nun vor uns mit ihren schweren Gewändern und niederdrückenden Ungewissheiten. Die Gegenwart. Doch schaut auf, ihr Menschen. Erhebt die Hand, ihr Zwerge, zu den Waffen, Elfen der Welt. Nicht mehr die Orks sind unsere Feinde, sondern die drohende Dunkelheit, die uns bevorsteht. Denn auch sie werden von der Schwärze Hafax aufgefressen. Doch eines haben wir gelernt.
Die Nächte dieser Tage sind lang und die Paläste schon lang nicht mehr so gut geschützt. Finden wir zusammen im Auge des Sturms.